Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Ich lasse das einfach in der Aufnahme. Wir wollen ja irgendwie ein bisschen vorankommen, ja? Ich weiß, das sage ich öfter, aber wir sind ja auch gerade sehr gut dran. Hier mal so ein bisschen, ne? Ich finde, wir sind gerade echt, progressmäßig sind wir ziemlich gut drauf. Kann man mal, ne? So. Und SP kann man ja auch mal verbrauchen. Okay. So, meine süße kleine Elektrozwiebel. Gehen wir nach links? Ja, okay. Rechts ist auch ein Schatz. Gehen wir erst nach rechts? Das, das. Ach so, das ist alle. Ja, Ne, wir gehen zuerst nach rechts. So, da will ich hin. Die Zeiten, in denen wir uns durch solche Lager durchgestalkt haben, sind ja durchaus vorbei. Level 28. Na, komm schon. Okay. Lappen! Fallen mir nicht in den Rücken. Ich will nicht diese blöden, schönen blauen Orbs haben. Klatsche ich dich lieber so weg. Du Hurensohn. Ja, genau mit dir rede ich. Hast du Lust? Na, hab ich mir gedacht. Sie erst doch alle Sound-Aggro haben. Wird immer lustiger. Ich brauche einen Mech. Am besten noch mit Flugmodul, aber das gibt's ja erst später. Sehr viel später. Gut. So, da ist mein Stuff. Okay. Sieht nach ein paar Trash-Mobs aus, aber kann man ja mal vertragen, oder? Ja, komm. Also die haben ja zum Glück überhaupt nichts, das sie uns entgegensetzen können. Müssen wir nicht. Ach da. Schön. Machst du das? Leckeres kleines Viech bist du, ja. Dann, that's not even my final form, Biatch! So verdient man SP. So, dann ballern wir da noch ein wenig drauf, solange bis unser Knockdown funktioniert. Dann könnten wir den doch auf diese wunderschöne Strahlenkanone klatschen. Ja, Sir, so habe ich mir das vorgestellt. Oi. Schlagen wir ein wenig auf diesem Ding rum. Bestimmt voll toll. Okay, unsere SP, Auron könnte man ja mal aktivieren. Nahkampf-Shit und so. Oh, toll. Es ist down. Gut. Hi, Jungs. Yep, gefällt mir. Verrecke, du Stück. SP geht ja gerade wunderbar. Ach, der kann auch nichts mehr. So, okay. Also, gib mal Story so ein bisschen. Das sind mir gerade eigentlich zu viele Trash-Mobs, aber hinterher. Oh, was gibt's denn da schönes Zeug? Okay. So, das da. Töten wir das da. Ey, ich will. Danke, das da anvisieren. Direkt.
Zielsicherer SIG. Das ist eine Luftabwehrkanone. Hey. Okay. Gut, so, ich lasse erstmal den Distanzschild laden. Hätte vielleicht ein bisschen. Ja, danke. So, ich hätte vielleicht ein bisschen weiter laden lassen sollen. So. Balance Break oder so? Nee, kannst knicken. Ja, super, jetzt schwankt er. Danke, Lao. Egal. Da in your face. Kannst auch nix. Dicke Maschine. Ja. Mhm. Schatz. Da. Will ich. Ja, komm, Bruder. Offensive Stance. Das weg. Das weg. Das. Der hält immer noch ganz gut auf. Ist okay. Ey. Klatsch, weg den. Reicht, da muss ich jetzt nicht nochmal. Danke. SP für verschwenden. Blöde Mistviecher. Es ist so viel Trash, den man hier umwichsen muss. Das könnte man so wunderschön online machen, während man sich mit anderen Leuten über viel Scheiße unterhält. Weil die Gegner haben nichts Großartiges zu bieten. Bei weitem nicht. Also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass wir overtrained haben, weil definitiv kriegen wir später im Spiel wieder schön auf die Fresse. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das bietet wunderbar die Möglichkeit, irgendeinen Blödsinn zu labern. Und was soll ich denn gerade großartig, ja? Nicht so sehr, Leute, nicht so sehr. So, Distanzsalve, Nahkampfschild. Ja, ich weiß, du hast auch Klingen, mit denen man rumfuchteln kann. Das ist voll toll, aber die sind nicht von Grenada. Hau ab jetzt. Oh, cool. Schaut mal, oben links, wir sind online. Wir haben eine Trophäe erhalten. Pugenjäger. Sweet shit. Alles klar, ein bisschen Credits, Fördersonde G2, alles tutti. So, Elektrozwiebel voraus, wo ist unser nächster Shit? Frontier-Nav-Einnahmen. Oh, die sind schon wieder ganz gut dabei. So. Für euch Lappen habe ich keine Lust. Hallo. Blindfisch. Na, was beschwere ich mich eigentlich? Joa. So, was bist du? Du bist Level 30. Ja, ha, ha, ha. So viel zu Overtrain. Ah. Charge. Kommt mal zu mir. Leute, kommt mal bitte zu mir. Könnt ihr das Ding mal hinterherziehen? Bitte. Okay, so. Attack. Emma? Los! Feuer! Befehle erteilen. Feuerkampf, Angriff. Moment, ey. So. Ah, toll, da ist schon einer mitgekommen. So, den da. So, wichsen wir erstmal auf dem Büschen rum. Elmar hat keine Lust. Ist aber schade. So, wie war denn das? Gesamtes Team, Elmar, Angriffe fokussieren. Lin. Fesselt. Wie sieht's noch aus? Was kann Lao so machen? Geht auf Fernkampf. Ist schön für Lao.
So, wie wäre es denn, wenn wir eigentlich mal selber ein bisschen Schaden machen, statt hier mit Befehlen rumzubrüllen? Aber why not? Aber sie konzentriert sich auf das Fesseln. Elmar? Elmar, machst du was? Bitch? Keine Ahnung, übertakte, was du noch nicht kannst. Angriffe fokussieren, tu irgendwas! Willst du mich verarschen? Die arme kleine Lin kriegt hier mega aufs Maul. Und Elmar macht einen Scheiß. Weil er Mist. Geht's los? Ja toll, jetzt ist Lin down. Danke, Elmar. Danke. Du bist echt lieb. Ach so, ja. Ist das Ding da... So geht's auch. Pff. Crap, Baskets. So, du gehst da, du verpisst dich da, keine Ahnung. Oder bleib mal stehen, du Dreckigen. Ich brauch ja nur irgendwie mal einen festen Stand. Und du stehst mir im Weg. Ja, kann ich leben. Klatsch dich mal um. Ja. Danke. Wer läuft hier eigentlich? Sandsturm. Schön. Ja, sehe ich. Okay. Ich sehe ein paar Schätze und die Elektrozwiebel. Die will da hinten lang. Gut. Hi? So viel zu Sound-Aggro? Du blindes Stück Scheiße. KI my ass. Okay. Bam. Du kleiner Hurensohn. Okay. Können wir hier ein bisschen was kassieren? Komm her! Granaten? Ein verdammter. Egal, er hat einen tollen Granatwerfer. Aber mit den Pronen haben wir so, oder Prawns, oder was? Ein Prawn, mehrere Prawns, mehrere Prone, whatever. Ja, du bist hässlich, du bist kacke, du bist doof und du hast sowieso ein paar von meinen Freunden getötet, also, ja. Geh sterben, Freak. Das hier. Jetzt bist du wieder ein Marnuk. Was auch immer! Ich steig da sowieso noch nicht so ganz durch, aber, am Anfang von Kapitel 5 habe ich ja geäußert, dass ich so langsam beginne, in diesem Spiel nachzudenken und dieses Spiel einzugliedern. So, ja, der Kollege kann direkt mitmachen. Kein Problem mit. Das! Lad noch ein bisschen auf. Danke. Habe ich gerade Balance Breaker gehört? Es tut mir sehr leid, aber mein Knockdown ist leider nicht verfügbar. Können wir noch ein bisschen schießen. Jo, na komm. Da kriegst du mich auch so umgewichst. Da hast du. Bam, in your face. Schön. Haben wir hier was ich gebrauchen kann? Langsame Indoor-Cam, Scheißdingen.
Hallo. Ach, wer bist du denn? Oh, du bist lustig. Du bist ja richtig lustig. Dich mag ich, glaube ich. Vielleicht. Bisschen. Aber dein Gegrunze geht mir auf den Geist. Gib ihm richtig. So. Und wo soll jetzt hier ein Schatz sein? Oder ist der hier drunter, oder? Was ist denn der kaputt? Vollidiot. Hä? Ah ja. Schön. Nice. Und der nächste ist hier unten irgendwo. Nee. Was? Oh. Da oben drauf. Wie komme ich da hin? Ja, ich werde es erstmal liegen lassen. Upsala. Na? Hi. Du komisches Ding, ey. Die ganzen Aliens sind echt blind wie Sau. Aber so langsam häufen sich schon ein paar Zufälle. Ich meine, storytechnisch, ja. Ich meine, nicht nur, dass die ganzen Dinger alle irgendwie unsere Sprache labern, sondern, ich meine, ich weiß nicht, ob das Videospiel logisch gerade relevant ist, aber ich meine, die ganzen Lebensformen können, abgesehen von der Sprachnummer, auch alle auf diesem Planeten überleben. Ja? So von wegen Sauerstoffgehalt und so ein Shit. Es wird ja ab und zu mal einfach außer Acht gelassen in sowas Storymäßigem, aber ihr wisst ja, was ich meine, denke ich. Hi. Bist du... Du bist ein Bron? Du bist ein weiblicher Bron. Bist du eklig. Boah, sowas wie du gehört voll getilgt. Ey, Elmar, zieh dir das mal rein. Nee. Was haben die in dem Spiel denn eigentlich mit Aliens und Strapsen? Kann ich Elmar nicht sowas anziehen? Nee. Kollege, mit sowas gattest du dich? Weißt du, die männlichen Prone, die haben ja sogar noch so, ja hier, guck mal, die haben so süße kleine Schweineöhrchen von mir aus, wenn man das süß finden kann, whatever. Aber die Olle von dem, die war so fusselfresslich, Tentakelding, die fressen die bestimmt nach der Paarung oder sowas. So, den Schatz will ich noch haben. Da oben. Hallo, mein Freund. Habe ich erwähnt, dass eure Frauen hässlich sind? Ja, genau. Ich meine, es ist ja jetzt erstmal keine schlechte Idee, ne? So ist ja nicht, ne? Ist ja, man kann ja verschiedene Geschmäcker, ja. Ist ja jetzt nun mal erstmal keine schlechte Idee, für weibliche Soldaten als Standarduniform so ein paar Strapse da zu designen, ne? Im Kampf ist nicht besonders effektiv. Aber vielleicht stehen die Leute von den Kronen ja schon irgendwie so auf Bewegungsfreiheit statt Armor oder whatever. Vielleicht sind das Strapse mit Energieschild. Ist ja okay. Wenn diese Tutsis nur nicht so verdammt hässlich wären. Wat, Mann? Wie viele von denen habe ich eigentlich schon umgeklatscht, ohne zu bemerken, dass sie so kacke hässlich sind? Ernsthaft, ich hätte jetzt gerne eine Zahl in den Kommentaren.
Oh, scheiße, Mann. Wir verbrennen hier draußen so ein bisschen. Oh, zwischenspeichern. Danke? Okay, cool. Wie gesagt, ich will den Schatz da oben noch haben. Dann ist gut für heute. Du Lappenvieh! Du trägst wenigstens keine Strapse und bist nicht tentaklig. Mit xenomorphen Robotern kann ich mich anfreunden. Xenoformen Robotern, so rum. Ein Xenomorph war ja die Alienrasse. So. So, euren Shit hätte ich gern. Danke sehr. Gut, Leute, bevor ich hier jetzt verbrenne, ihr könnt uns gerne theoretisch sehr gerne trotzdem, trotz verbrennen Zeugs, liken, abonnieren, kommentieren, teilen. Ja, ist ganz wichtig. Fanbase. Volles Rohr. Und vergesst mal Koordinator und Malek nicht. Mir wird hier so langsam warm. Wir machen Badende und sehen uns hoffentlich morgen. Blank out.